Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Bully auf dem Konfi-Kanal. Ja, lass mich in Ruhe. Ich bin auf dem Weg zu unserer hoffentlich letzten Fotografiestunde. Fotografie 5 steht durch 22 Stunden. Nachdem wir jetzt schon Arbeitslehre 4 noch geschafft haben, sprich beim nächsten Mal, wenn wir diesen Stundenplan haben, könnten wir dann auch Arbeitslehre vollständigen. So, im Kunstzimmer war das, ne? Genau. Ah, Kunst fehlt uns noch. Erdkunde müssen wir noch. Englisch haben wir noch. Mathe, wobei Mathe jetzt nicht das Problem ist. Wo laufe ich überhaupt lang? So. Fotografie 5. I'm sure you'll all be happy to hear that this is the last assignment I have for you. Ja, gibt schon mal Fischer, ne? Fotografiere alle Freaks auf dem Jahrmarkt. Okay. Ja, haben wir ein Stück vor uns, was wir mal hinlegen müssen. Deswegen machen wir uns den Schlepper hier zu unserer Garage. Nehmen uns gleich unser neues Fahrrad. So, ja, das ist schon schnell, das passt schon. Hier ist Volker 1. Wir sind uns in der letzten Tag eine Stunde Arbeitslehre schon gebaut. Das sieht auch nicht fix aus. Alle Freaks auf dem Jahrmarkt, okay. Also da findet so eine Freakshow statt, bei dem wir durchgehen müssen, was dann für die kommt. Ja, 7 Stück sind, sehen wir auf rechts in der Anzeige. Zeitlimit sieht auch noch sehr großzügig aus. So, schon sind wir da. Ja, oh, da springt sie gleich zusammen. Kamera. Okay. Ich glaube, der sollte mal ein bisschen mehr sein. Und der. Sollte weniger essen. Zwillinge. Das ist es. So. Zwergboxen. Mit einem halbenden Modell. Wetteinsatz. Nee, Wetteinsatz kann ich nicht sagen. Leid. Ein Ganzkörper-Tätowierter. Mit einem Gummiband davor. Und eine Meerjungfrau. Sind wir wirklich so unter Wasser? Kein Kostüm. Okay. 7 von 7. Haben wir alle Fotos. Wir sind noch durch. So. Das war die fetteste Zeit. Die Viertel der Zeit ist also. Geh weg! Boah. Wenn das nicht so schnell geht, würde ich dann nicht auf nichts wünschen. Ja. So, auf geht's zum Kühlen. Komm her. Den Schulbus wieder nehmen, so ein bisschen schneller dann. So. Und da ist sie schon. Zurück ins Klassenzimmer. Solche Fächer, manche sind irgendwie schon schwer und diese Fächer sind so richtig einfach. Ich meine, die kann man doch jetzt gar nicht versauen. Es geht doch gar nicht, hier jetzt in dieser Mission zum Beispiel zu failen. Das ist unmöglich. Ja, jetzt hatte ich noch angemerkt wegen der Kleidervorschrift. Wenn wir schon mal dabei sind, dann kann ich mal ins Kleid laufen. So. Nice work, Jimmy. You're quite the photographer. Ja, wir sind ja nicht richtig gut. I have no more assignments for you, Jimmy. I'll miss these afternoons we've spent together. Oh ja, wir werden es auch vermissen.
Booyah! Kommst bei den Jahrmarktspielen jetzt doppelt so viele Preisbonus. Na, wunderbar. That was easy. So. Fotografie auch erledigt. Fach an Mr. Burton und die Städte heranzuholen. Ich würde sagen, kommen wir uns mal noch die Städte heranzuholen. Ist die jetzt nicht hier unten? Ist nicht hier irgendwo? Ach ne, wir sind doch mit. So, Skateboards. Steht das völlig im Fahrrad hier? Nö. Das von Unis nehmen wir lieber auch mal nicht. Ja, jetzt alles auf. Geh mal her. So, das ist auch gleich pissig, wenn es die Strecke ist. So, statt der Herausforderung ist Lustgeist Westfield gekommen. Ich glaube, hier ist ein bisschen schneller als hier oben, dass wir durch die Stadt fahren. Das war jetzt schon in New Coventry. Wir müssen dann vielleicht in der Nähe von dem Lustgeist gegen rauskommen. So, ja, hier geht's im Spiel. Ein bisschen Zeit gespart dabei. Alle auf der Straße. Ja, die Durchführung mal angucken. Ah, das ist. Wo zieht hier? Hier startet auch kein Stopper. Okay. Tolles Flugimat. I need your help, but I don't want no for an answer. Warte kurz. Oh, well, alright. Was möchtest du? Take out those satellite dishes. They're cutting into my business. Hey, ach. Ja, machen wir doch noch, ne? Oh! Ah, was willst du denn hier, Städter? Pass auf, was du machst. Au! Ist aber nicht nett hier. Lässt man lieber sein, hier zu passen, was ich lieb. Schuss auf den Leuchten spüren. Oh, mal gucken, da kommt zu. Pommes Boy hier, die Jungs. So, noch drei. Müsste die nächste sein in dem Haus? Da. Boah, das. Ich weiß nicht warum, das geht so mega langsam. Das war aber schon damals auf der PlayStation so. Dass das Zielen ewig gedauert hat. Das wollen wir hier den. Jetzt geht es mal schneller, aber. Why'd anyone throw this away? Weil in dem Zielmodus so drin ist, das dauert dann ewig lange. So. Kurz $30 verdient. Können wir uns jetzt die Städte rausholen? Gummiband. Schaffen wir es? Ne, geht nicht. Okay. Wir sind ja die Hausfrau. Bringen wir ein Speicherhaus. Dann haben wir jetzt auch hier ein Speicherhaus im Bluesgeist Industrial Park. Wenn wir das jetzt hier schaffen. Nee, wir wollen jetzt nichts ausliefern, weil die Stadt hat nichts. It's a pretty cool game. It's all about killing things and taking their stuff. What was it called? Grottos and Gremlins or something like that? Yeah. Hey, what are you doing in here? I'm here to beat you up and evict you. Enough talking, let's fight! Let's! Ja, kommt. Hört alle Dropouts. Also, Städte. Ich hab sie wirklich übersetzt. Was wir Städte heißt. Au. Double Example oder was? Aua. Aua. Ich hab da zerstört. Tatsächlich. I told you, you guys suck. Sind wir K.O. gegangen? Someone does something cool today. Haben sie uns rausgeschmissen. Tja, wisst ihr was? Bin ich wieder da? Kenn ich nix. It's a pretty cool game. It's all about killing things and ja, taking their stuff. What was it called? Grottos and Gremlins or something like that? Yeah. Hey, what are you doing ja, ich in here? Bin wieder da. I'm here to beat you up
and evict you. So, enough so talking, let's fight! Let's! Tell me what this is supposed to hurt! So, aua. Remember that for next time. Tell me when this is supposed to leave stuff lying around everywhere. So, what's the best of it? Tell me when this is supposed to hurt. Zack. Gibt's noch welche von euch? Da. Gleich ein Fangskomitee hier. Aua. Au. Nicht den schlagen, der hat doch schön. Oh. Beide gleichzeitig im Ether-Kopf durchgezogen. Mal deine Cola geschrumpft. Das gegenseitig geschlagen. Das war's aber. Oh, ist der Städterklub auszuhalten. Sieht ja auch richtig gemütlich aus. Ein neues Speicherbuch haben wir freigeschaltet. So, nutzen wir das doch gleich mal. Wir stehen gerade bei 60,92%. Das ziehen wir uns erstmal wieder. Outfit, Schuluniform. So, nehmen wir die mal wieder. So, hast du deine Paketaufgabe vorzu für dich nochmal? Nee. Ne, ich möchte aber gerade keinen Stress, deswegen gehen wir wieder rein in unser Haus. Haben wir ihn zufällig zum Leben aufführen, haben wir nichts, ne? Na gut, vielleicht geht das durchs Schlafen auch von alleine. Mal schauen. So, ja, geht von alleine. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch an, was unser Stufenplan sagt. Jetzt Erdkunde und Mutterhagen an dem Tag, das wäre echt ganz cool. Da können wir nach der Schule dann wieder zu den Städten rübergehen. Das rennt sich auch an Waffentruppe, die beliebten Baseballschläger, die Nerds mit ihren Waffen. Gerade die Kriegssituation an der Schule. Ja, dann können wir uns nämlich am Nachmittag schauen. Die Rakan-Truppe. Mehr haben wir auch gerade nicht zur Auswahl. So, und wenn wir jetzt Erdkunde haben. Wo war denn das Erdkundezimmer? Drüben war das nicht, ne? Das war. Das hier. Ich kann mir das nicht merken. Ja, wasch. Schütze Schulzeit. Ich kann mir nie merken, welches Zimmer wir müssen als nächstes. Oh, da auch gar nichts. Ach doch, hier ist Erdkunde. Okay, Erdkunde 3. Stimmt, hier hängen wir noch ein bisschen weiter zurück. Mal schauen, ob wir jetzt hier Don't mal forget, was class. Erreichen. The is where it's at. Und Bully X funktioniert nicht mehr. Tja, Bully hat keine Lust mehr. Das heißt, den Part müssen wir dann hier beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, zum nächsten Part läuft es ganz gut.